Gruselgeschichten am Mährenhaus des Meeresschoß. Dann will ich dir eine berichten, die Legende von Daisy Jones. Der Wind klang, wie wenn sie mich riefen, die Nacht hielt ihn kaum fest im Griff. Sie zog mich hinab in die Tiefe, auf ihr Geisterpiratenschiff. Und sie sprach: Halt mich fest, wenn du kannst, und hab nun keine Angst vor mir. Reich mir nur die Hand, dann tanzen wir, bevor das Meer mich verschluckt. Ich fühlte mich zwar sehr geschmeichelt, doch obendrein etwas bedroht. Für meinen Geschmack war das Weibsbild ein ganz kleines bisschen zu tot. Ich bin trotzdem erstmal geblieben. Sie meinte, ich müsst ihr versprechen, mich nur kurz in sie zu verlieben, um ihren furchtbaren Fluch zu brechen. Und sie sprach: Halt mich fest, wenn du kannst, und hab nur keine Angst vor mir. Reich mir nur die Hand und dann tanzen wir, bevor das Meer mich verschluckt. Mit Tentakeln und Schwänzen sind eigentlich nicht so mein Typ. Doch nach ersten Differenzen hab ich mich doch mit ihr begnügt. Denn Schuppen und glühende Augen sind, wenn ich mal ganz ehrlich bin, vergleicht man das mit anderen Frauen nun wirklich halb so schlimm. Reich mir nur die Hand und dann tanzen wir, dann tanzen wir, dann tanzen wir. Halt mich fest, wenn du kannst, und hab nur keine Angst vor mir. Reich mir nur die Hand und dann tanzen wir, bevor das Meer mich verschluckt. Bevor das Meer mich verschluckt.